Leute, ich will mein aufgebrauchtes Video vom Februar machen. Ich war nämlich heute beim Friseur und habe mir gedacht, damit diese prächtigen Locken nicht umsonst sind, habe ich mir schnell dann Make-up ins Gesicht klatscht. Das ist nicht mein Bestes. Ich schaue sich ja scheiße aus. Ich meine, für die Verhältnisse ist es okay. Mir was drüber gezogen. Das Problem ist, so bei dem habe ich die Schnur irgendwo verloren. Die habe ich draußen nämlich liegen jetzt, weil da habe ich nur so dran gezogen und dann war sie weg. Schaut jetzt irgendwie voll kacke aus, oder? Aber egal. Ich weiß nicht, ob ich die da irgendwie noch reinkriege. Ich glaube nicht, oder? Naja, um das soll es nicht gehen. Ja, ich habe auch einen Mini-Augenbrauen-Fail. Ich war gestern beim DM Augenbrauen machen und die gescheite Dame hat mir da viel zu viel weggenommen und da fast gar nichts. Jetzt schaue ich natürlich dementsprechend aus. Ich war heute beim Friseur, wie gesagt, habe ihr das gezeigt und sie hat mir die quasi nachgezeigt. Die hat das auch schön gemacht eigentlich. Außer, dass das da viel zu weit innen ist, aber sonst hat das eigentlich schön gemacht. Nur kriege ich das niemals so hin, das kannst du vergessen. Aber wir können es ja morgen mal probieren. Wortkotze. Fangen wir aber gleich mal mit dem Aufgebraucht-Video an. Und mit den unspektakulären Dingen vielleicht mal zuerst. Hoppla. Oh, ich habe ein Wattebettverschleiß. Ui, da werden wieder viele schimpfen. Nur damit ich es jetzt, bevor ich es wieder vergesse, zu erwähnen. Das ist ein Beauty-Kanal. Da in meinen Videos bei Aufgebraucht geht es eben darum, dass man Sachen aufbraucht. Und ich benutze alles Mögliche. Also wundert euch nicht, wenn es nicht so umweltfreundlich ist. Ich habe noch keinen Standardspruch, den ich sagen könnte, was passen würde. Aber das ist auch meine Meinung über die ganzen Sachen. Wenn ihr anderer Meinung seid, dann ist das nun mal so. Ich hoffe, ich habe das gesagt, was ich sagen wollte. Aber okay. Wattepads, wenn wir schon bei dem Thema sind. Ich habe zweimal die großen, beziehungsweise einmal habe ich aufgebraucht. Und das habe ich nachgefüllt in meinem Wattepad-Spender. Dann habe ich auch aufgefüllt, nicht aufgebraucht. Aber ich hau das gleich da rein, weil was soll ich aufheben? Den Schatz, jetzt habe ich Schlucker. Die Aktivkohle-Peeling-Pads habe ich auch nachgefüllt. Und meine kleinen Wattepads habe ich auch nachgefüllt. Das hat mein Freund aufgebraucht. Das war von Balea, ein ganz altes Shampoo. Ja, das war dieses Kirsche Jasmin. Das wäre sogar für dünnes und feines Haar gewesen. Wäre sogar für meine Haare gewesen. Ja, ich habe es früher gerne benutzt, aber die Variante, glaube ich, gibt es gar nicht mehr. Weil, wie gesagt, das ist steinalt gewesen. Das ist, glaube ich, sogar schon abgelaufen. Ja, April 2017 wäre es abgelaufen. Ich wollte das für meine Schminkpinsel benutzen, er hat es aber verwendet. Und ich habe dann mega geschimpft, weil das war auf einmal weg und ich habe gefragt, wo er das hingegeben hat, weil das landet gefälligst in meiner aufgebrauchten Hütte. Wir mussten dann stundenlang diskutieren, bis wir das gefunden haben, wo es war. Drama pur. Aber er hat es aufgebraucht. Finde ich super. Ich wollte es für die Pinsel verwenden, aber er hat es benutzt. Er hat auch jetzt gar nicht gesagt, wie er es fand. Er ist eigentlich sehr pflegeleicht, was das betrifft. Der benutzt ja alles mit. So wie der Haarspray oder das Haarspray, was wir ja uroft aufbrauchen und nachkaufen. Also ich kaufe es nach. Ja, muss ich wieder nachkaufen. Ich habe gesehen, ich habe jetzt nur noch eines in Backup gehabt, was ich jetzt gerade aktuell in Verwendung habe, durch das das ja leer worden ist. Muss ich wieder nachkaufen. Ich habe nämlich vor, nur noch Sachen jetzt nachzukaufen, wirklich. Nur noch Sachen nachzukaufen, die ich auch benutze gleich. Weil ich habe da was aufgebraucht, das zeige ich euch gleich in Anschluss. Kann ich euch jetzt gleich zeigen. Ich habe das mir erst vor kurzem gekauft, habe es auch gleich benutzt, weil ich wissen wollte, wie das ist. Der Duft war mega von dem und auch der Peeling-Effekt war mega geil von dem. Aber ich habe halt kein Haul-Video drehen wollen, weil ich habe vor kurzem diesen XXL-Haul da dreht und habe mir auch noch ein paar andere Sachen gekauft. Augenbets habe ich mir auch viele gekauft. Was habe ich mir noch gekauft? Die Nivea Indusch-Lotion habe ich mir noch einmal gekauft. Lauter so Sachen halt. Ja. Hätte nicht sein müssen, habe ich im Nachhinein auch bemerkt. Ich glaube auch eine Flüssigseife habe ich mir auch vor kurzem noch beim Müller gekauft oder so. Ja, darum soll es jetzt nicht gehen, ich schweife voll ab. Das war halt bei den Sachen dabei, die ich mir nachträglich noch gekauft habe, wo ich kein Video mehr dazu drehen wollte, weil ja beim letzten Video ziemlich viele dämliche Kommentare waren irgendwie. Und das hat mich ein bisschen genervt. Deswegen habe ich mir so ein paar Sachen gekauft, wollte aber kein Video dazu drehen. Und das ist ein Produkt davon, was ich aber schon aufgebraucht habe. Und das hat mega gerochen. Das hat mega gerochen. Wirklich mega. Die Vivi hat das auch und sie hat gesagt, die gefällt der Duft leider nicht von dem. Ich finde den Duft so gut. Aber da sieht man, wie unterschiedlich das ist. Ich mag nur noch so Zuckerpeeling oder Öl,
Zuckerpeeling, weil ich habe jetzt das von Terra Naturi gerade in Verwendung, dieses Kaffee-Kokospeeling, was ihr in zigtausend Aufgebraucht-Videos gesehen habt von mir, weil ich habe das geliebt damals. Ich kann das nicht mehr leiden. Erstens kriege ich diese, wenn du dich damit einreibst mit dem Kaffee-Kokospeeling, bleiben da wirklich viele Rückstände auf der Haut, weil man sieht halt, dass das ist halt so wie ein Hamam-Peeling, kennst du das? So ähnlich ist das und ich mag das nicht mehr. Ich mag lieber so Zucker- oder Salz-Peelings. Das mag ich viel, viel lieber. Die Peelingkörner verschwinden, man hat zwar einen Peeling-Effekt, aber die verschwinden dann, wenn man es abwäscht. Was bei dem Kokos-Kaffee-Peeling nicht der Fall ist. Der Duft ist mega von dem Terra Naturi. Werdet ihr sicher im Aufgebraucht vom März sehen. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich es noch im Februar leer kriege, aber irgendwie wollte nichts leer werden im Februar. Aber ich habe das hier aufgebraucht und ich muss sagen, im Vergleich, weil ich habe beide immer Ich habe beide abwechselnd benutzt und fand das trotzdem besser als das. Ich meine, das von Terra Naturi peelt trotzdem super, aber mich stört einfach, dass man das dann auf der Haut so extrem sieht. Das braucht doch eine Weile, bis man dieses Braun abwascht. Also das war furchtbar. Ich weiß nicht, warum ich das so gern gehabt habe. Ich habe auch, glaube ich, nur noch ein Backup von den Kokos. Und ich darf mir keine Peelings mehr kaufen. Ich habe in letzter Zeit wirklich übertrieben. Ich habe auch noch das von Balea mir gekauft, das neue mit diesem Mandel. Ja, ich muss wirklich aufbrauchen. Darf ab jetzt, muss ich wirklich mich dran halten, nichts mehr kaufen, was ich überhaupt nicht brauche. Ich habe so viel Seife. Ich will auch gar kein Sammlungsvideo machen. Ich will mich davon ernsthaft drücken, weil da kommen auch wieder so dämliche Kommentare. Ich bin so genervt, was die Kommentare betrifft. Und deswegen sollte ich mich echt zusammenreißen und mehr aufbrauchen. Aber das war geil. Sollte ich mal weniger haben, kaufe ich mir das auf jeden Fall nach. Da gibt es nämlich noch eines, was keinen Geruch, glaube ich, hat. Das würde ich auch gerne mal probieren. Die Cadea Vera Reinigungstücher habe ich auch wieder leer gemacht. Die benutze ich ja immer für meinen Schminktisch. Habe ich auch Gott sei Dank noch ganz viele Backups, weil die waren ja vor kurzem in Aktion und habe ich mir gekauft. Ganz unspektakulär. Wattestäbchen, das sind die mit den flachen und spitzen Teilen. Habe ich mir auch jetzt wieder nachgekauft. Ich brauche die nicht so oft, außer ich habe wirklich irgendeinen Pfusch beim, wenn ich Mascara verwende und ich habe da so einen richtigen Tätscher, dann benutze ich die, aber sonst komme ich sehr lange damit aus. Ich habe von Body & Soul eine Badebombe leer gemacht. Wenn ich das Bild habe, dann blende ich euch das hier ein. Die war super, das war die mit dem Herz oben. Die war mega pflegend und die hat auch eine Weile gebraucht, bis sie... Da sitzt ein Rabe genau vor meinem Fenster. Die hat auch eine Weile gebraucht, bis sie weg war. Also das ist, hat schon ein bisschen Ähnlichkeit mit den Lush-Badebomben, muss ich sagen. Ich mag die wirklich, wirklich gern. Die habe ich ja zu Weihnachten von meiner Arbeitskollegin gekriegt. Da habe ich ja noch zwei, drei davon, glaube ich. Dann habe ich wieder leer meinen Nagellack-Schnelltrockner-Spray. Heute muss ich mir unbedingt die Nägel lackieren, weil heute hatte ich einen richtigen Beauty-Tag. Heute war ich Nägel machen und beim Friseur. Heute hatte ich einen echten Beauty-Tag. Und heute am Abend dann bei Germany's Next Topmodel werde ich mir wieder die Nägel lackieren. Und da, den brauche ich ständig auf und ich liebe den. Ich kann ohne den gar nicht. So, eine Handmaske habe ich aufgebraucht. Fand ich komisch. Ich bin damit in der Badewanne gelegen mit diesen Handschuhen. Die war mal von Rossmann. Die habe ich von irgendeinem Tauschpaket, glaube ich, mal bekommen. Beim Aufräumen letztens im Badezimmer habe ich die gefunden. Und dann habe ich gedacht, warum zum Henker benutzt du das Ding nicht einfach? Dann ist es weg, dann ist es leer. Und das denke ich mir bei vielen Dingen, die ich im Badezimmer stehen habe, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und deshalb habe ich mir so ein bisschen was zusammengestellt, was ich heute aufbrauchen will auch. Sie war okay, aber ich glaube, ich habe die auch ein bisschen zu kurz oben lassen. Weil dann hat das Handy geläutet, dann musstest du das wieder ausziehen. Und dann war ein Riss drinnen. Dann, ja, das, vielleicht waren die auch einfach schon zu alt, weil ich muss sagen, ich habe die schon sehr lange gehabt. Sehr, sehr lange. Aber ich habe jetzt auch nicht so ein Bedürfnis, dass ich mir sowas jetzt ehrlich gesagt wieder nachkaufe. Der Duft war gut, kann ich mich erinnern, aber ich brauche sowas nicht unbedingt in meinem Leben. Badezusätze habe ich auch aufgebraucht. Siehst, das habe ich vergessen noch zu sagen. Neben den Duschpeelings, also Ölpeelings und noch was ich mir alles gekauft habe, habe ich mir urviele Badezusätze beim Müller gekauft, weil die um 1 Euro oder 50 Cent reduziert waren. Ich habe dann nämlich den auch noch, der kostet jetzt aktuell beim Müller 50 Cent. Habe ich mir auch gebunkert. Dafür habe ich jetzt keinen Platz mehr für Badezusätze. Super. Ich habe die jetzt da bei mir im Schrank, weil im Badezimmer kein Platz mehr war. Ein Wahnsinn. Ich muss echt aufhören. Aber den habe ich jetzt noch ein paar Mal als Backup, weil den finde ich super. Den fand ich okay, aber ich mag keine Badekristalle. Beide.
Einmal habe ich den Arnika aktiv aufgebraucht von Kneipp und den Wintergefühl aufgebraucht. Wintergefühl hat vom Duft mir sehr gut gefallen, aber ich mag halt diese Badekristalle nicht im Badewasser. Ich kann das nicht leiden, da hat man das Gefühl, man sitzt auf Steinen. Also das finde ich nicht so geil. Würde ich mir, glaube ich, nicht nochmal kaufen. Ich mag irgendwie keine Badekristalle. Ich habe jetzt ein paar Sachen rausgenommen, weil dieses Geratscheln macht mich ganz kirre. Und irgendwie ist die Tüte von Douglas zu groß. Also irgendwie gefällt mir das nicht so gut. Ich habe Badebomben aufgebraucht. Eine Badebombe kann ich euch hier einblenden, wie die ausgeschaut hat. Das war, wenn ich mich nicht ganz irre, eine pinke. Und die war mega von Lush. Ihr wisst, ich bin ein Lush-Badekugel-Junkie. Vielleicht benutze ich auch heute, ich habe so ein Geschenk noch. Vielleicht benutze ich das heute. Und einen Bären habe ich auch aufgebraucht. Das ist aber ein Badeschaum. Ich muss nur sagen, ich habe ja mal dieses Love Potion, glaube ich, hat das geheißen. Das war so grün. Das hat mega lange gehalten. Der Bär hält nicht so lange. Ich habe jetzt einen Bären noch in Benutzung. Und ich glaube, ein Backup habe ich noch von dem Bären. Finde ich nicht schlecht. Also Lush ist mein sind meine absoluten Lieblingsbadeprodukte, sage ich jetzt einmal. Zwei Duschgele habe ich auch leer gemacht. Wieder was von Lush. Ich muss aufpassen, dass ich bei meinen Augenbrauen nicht so rumfummel, weil die sind ja jetzt geschminkt. Bin ich nicht gewöhnt. Ich habe einmal das Cinders Duschgel aufgebraucht, aber mit dem Stefan gemeinsam. Ich glaube, der hat das mit mir mitverwendet, sonst wäre es nicht so schnell leer gegangen. Das hat mega geil geduftet. Mega, mega geil. Ich finde es eh traurig, dass ich das nicht mehr nachkaufen kann. Das war nämlich so ein Winter Limited Edition Duschgel. Aber ich fand es gut. Ich habe jetzt noch dieses Eggnog, glaube ich. Oder wie das heißt. Werde ich mir aber für nächstes Jahr aufheben. Weil da habe ich echt lange gebraucht, bis das leer wird. Trotzdem, dass der Stefan das jetzt am Schluss mitbenutzt hat, habe ich sehr, sehr lange gebraucht, das aufzubrauchen. Aber es war gut. Was noch sehr gut war, was ich mir nie gedacht hätte, weil ich das erste Mal benutzt habe, ich mir so gedacht so, okay. Aber es ist nicht schlecht. Ich finde jetzt, das ist von Balea ein Duschgel. Das ist Candy Kiosk mit vanilligem Softeisduft. Ich finde nicht, dass es nach Softeis riecht. Ich finde, es riecht eher nach diesen, kennt ihr die Marshmallows, die so ausschauen, die so eingedreht sind? Kennst ihr die? Ich finde, so riecht das. Also ich hasse Marshmallows. Ich kann die Dinger nicht essen. Aber ich finde, das riecht extrem wie diese eingedrehten Marshmallows. Ja, ich finde, das erinnert mich voll an diese Marshmallows. Ich habe noch ein Backup davon. Ich finde das mega, mega, mega gut. Ich bin echt traurig, dass ich nicht mehr von dieser Limited Edition erwischt habe. Ich habe mir dann damals zweimal das Duschgel mitgenommen, weil ich es reduziert gefunden habe bei einem DM. Aber leider war das, glaube ich, nur mal ein Glückstreffer. Habe jetzt noch ein Backup, aber ja. Aber ich darf eh nicht jammern. Ich habe zigtausend Duschgel zu Hause. Ich darf eigentlich gar nicht jammern. Zwei Masken von Primark habe ich leer. Einmal die Brightening Tuchmaske, die war okay, aber ich glaube, ich würde mir keine Primark-Tuchmasken mehr kaufen. Da bleibe ich lieber bei DM und Müller. Die sind mir ehrlich gesagt lieber. Und die Mini-Maus habe ich aufgebraucht. Die hat diesmal auch nicht so gestunken. Die war vom Duft viel, viel angenehmer als die letzte, die ich hatte. Die letzte, die war furchtbar. Das hat mich aggressiv gerade gemacht. Ich musste das Sackerl jetzt ausräumen von Douglas, weil das ist so riesengroß. Das geht nicht, dass ich das so mache wie mit einem Lancôme-Sackerl. Ich hoffe, euch stört das jetzt nicht, dass ich die Sachen schon rausgeräumt habe und sie euch zeige, weil eigentlich mag ich ja die aufgebraucht so lieber, dass ich das aus der Tüte nehme und quasi so randommäßig rede, aber ich versuche es anders diesmal. So, ich habe aufgebraucht eine Augencreme, jetzt habe ich wieder Augenbrauen gesagt, ich bin nur Augenbrauen geschädigt, seitdem mir die Augenbrauen ruiniert hat gestern. Eine Augencreme habe ich leer gemacht von Clinique. Ich mochte sie nicht, ich habe sie im Adventkalender gehabt von 2 Jahren oder so. Sie ist mir einfach zu wenig. Früher mit, weiß ich nicht, früher vor 8 Jahren habe ich die auch einmal verwendet. Da war sie gut. Auch die Rich-Variante fand ich super. Aber ich bin einfach so alt. Für mich ist das einfach viel zu wenig. Das ist halt nur Feuchtigkeit und das ist mir persönlich viel zu wenig. So ist sie okay, aber nachkaufen würde ich sie mir nicht, weil da gibt es ganz, ganz andere Sachen, die viel, viel besser sind. So, da habe ich viel Kleinkram. Ich habe einmal die Golden Glow Augenpads leer gemacht von Schebens. Die fand ich furchtbar, mehr als furchtbar. Ich bin nur hier gesessen beim Schminktisch und mir sind sie vom Auge runtergerutscht. Furchtbar, ganz, ganz furchtbar. Ich habe jetzt noch die Hanf, glaube ich. Und ich glaube, das war es dann hoffentlich, weil nachkaufen würde ich sie mir nicht.
Auf gar keinen Fall. Da finde ich die von Balea viel besser oder von Carrera Vera. Die rutschen auch. Aber die rutschen nicht, dass sie mir bis daher rutschen. Also das hatte ich noch nie. Deswegen die fand ich nicht gut. Wirklich nicht. Bin ich sehr enttäuscht. Eine Ampulle von Biorutin habe ich leer gemacht. Bei der ist mir was ganz Doofes passiert. Ich habe sie aufgebrochen. Ich habe solche Aufbrechhilfen. Ich Wortkotze. Und da ist mir ein Splitter in das Serum kommen und wie ich es auftragen habe, ist mir aufgefallen, dass ich dann später auf der Haut um reibe. Fand ich nicht so geil. Das war beim ersten Mal, wo ich das Problem hatte. Bei den anderen, bei der Pink und bei der Grünen, hatte ich das jetzt nicht. Aber bei der hatte ich das. Ja, aber die würde ich mir ehrlich gesagt eh nicht mehr nachkaufen. Da würde ich eher die von Cadea Vera nachkaufen. Ist einfach so. Was soll ich machen? Komme ich auch leichter dran. Und ich finde die auch ein bisschen teuer. Dann habe ich ein Badezusatz leer von den Minions. Jetzt habe ich meine ganzen Disney leer. Jetzt benutze ich die Minions. War gut. Okay. Ich liebe diesen Scheiß. Ich weiß, das ist so unnötig. Aber ich finde das so süß. Besonders mit den Minions. Da ist ja Bob und Kevin drauf. Ich liebe das. Es ist jetzt kein Crackling-Badezusatz. Das sage ich eh jedes Mal beim Aufgebraucht-Video dazu. Und ich gebe sowieso noch entweder ein bisschen Badeschaum dazu. Oder jetzt habe ich ja den Teddybären da von Lush. Da ist das jetzt nicht so dramatisch. Von der war ich ein bisschen enttäuscht. Das war eine Duschbombe. Vielleicht lag es daran, dass es eigentlich für die Dusche gedacht ist. Weil wenn man es umdreht, habt ihr hier so eine kleine Abbildung, wie das funktioniert. Eukalyptus war das. Von Duft her war super. Ich glaube, ich war zu der Zeit auch ein bisschen verschnupft. Da war das mega. Aber ich glaube, das wäre halt gescheiter gewesen, wenn ich es in der Dusche benutzt hätte. Aber es war nicht schlecht. Es ist für die Badewanne halt einfach, glaube ich, nicht geeignet. Aber vom Duft her fand ich es. Jetzt habe ich wieder was runtergeschmissen. Vom Duft her fand ich es nicht schlecht. Kinder, ich brauche Nervenstahl. So, machen wir das Ding gleich als Erster. Dann bin ich los. Ich habe eine Mascara aufgebraucht von L'Oréal, die Lash Paradise. Die finde ich super. Ich habe jetzt noch ganz viele andere, die ich mir gekauft habe und die ich jetzt noch aufbrauchen muss. Ich habe jetzt gerade aktuell von Clarins eine oben. Dann habe ich noch die von Estée Lauder. Die mache ich mal alle leer. Weil die wäre auf jeden Fall eine von den günstigeren Mascaras, die ich mir nachkaufen würde. Weil die war super. Auch dieses Black Brown, die Farbe, das würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Weil die war wirklich gut. Ein Badezusatz von Bilou habe ich leer gemacht. Ich mag ja eigentlich die Sachen von Bilou nicht so gerne. Ich habe auch vor kurzem einen Duschschaum aussortiert, der furchtbar riecht. Aber ja, der war nicht schlecht. Der war echt nicht so schlecht. Jetzt habe ich wieder Schluck auf, das zipft mich an heute. Der war wirklich nicht schlecht. Ich habe mir die auch, die waren alle um 1 Euro reduziert. Also die Variante. Da habe ich mir ganz viele davon gekauft. Bei 1 Euro, sage ich jetzt, ist nicht so dramatisch. Eine Feuchtigkeitsmaske habe ich leer gemacht von Cadea Vera. Ich glaube, ich habe das schon mal in irgendeinem Video, glaube ich, erwähnt, oder? Dass ich die Standardmasken nie kaufe und nie benutze. Und ich habe mal zu Weihnachten oder Geburtstag, ich glaube Geburtstag, habe ich mal so ein Riesenpaket von meinen Kolleginnen bekommen. Und da war die dabei und die war wirklich nicht schlecht. Ich sollte mal öfter vielleicht die Crememasken im Standardsortiment mir anschauen. Ich habe ein paar Duftproben leer gemacht. Einmal habe ich aufgebraucht von Dolce Gabbana den One Gold. Der hat an mir nicht so gut gerochen. Er hat sehr lange gehalten, aber er wird bei mir ein bisschen maskulin und das finde ich ehrlich gesagt nicht so toll. Auf dem Duftstreifen hat er mir urgut gefallen, aber an mir irgendwie, ich weiß nicht, gefällt er mir nicht so gut. Aber ich habe ihn probiert. Ist ja nichts Schlimmes dran. Jetzt habe ich wieder was fallen lassen. Ich heule gleich. Komm her da. Jesus Maria. So. Jetzt fliegt dir gerade alles. Duftproben. Da habe ich auch eine von Lancôme aufgebraucht. Es gibt ja einen neuen Lancôme-Duft. Der Lanoid Tresor Intense, der ist rot. Der riecht super. Der riecht wirklich, wirklich super. Ist jetzt nicht einer, den ich mir kaufen würde, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe jetzt andere Lieblinge, die ich lieber verwende. Aber der ist echt nicht schlecht. Den finde ich wirklich nicht schlecht. Dann gibt es noch neu von Escada. Ich war vor kurzem noch bei der Essen und habe wieder die ganzen Proben bekommen, die so lieb dort. Die gibt mir immer die Proben von den Düften. Das heißt, ich habe die ganzen Proben noch einmal. Von Escada, den Cherry in Japan, habe ich auch leer gemacht. Der war auch gut.
Der war auch sehr, sehr gut. Ich mag generell die Escada-Düfte sehr gerne. Früher nicht, aber jetzt schon. Einen Eyeliner habe ich aufgebraucht von Makeup Factory. Da kommt leider gar nichts mehr raus. Den mag ich aber echt gern. Und wenn ich den von NYX leer habe, werde ich mir den auf jeden Fall nachkaufen. Der hält so lange. Das ist echt abnormal, wie lange der hält. Der hat halt so eine Spitze. Also das ist kein Filz, sondern eher so ein Pinselchen. Da muss man nur pumpen und dann kommt das Produkt raus. Ich liebe den. Und ich komme mit dem wirklich sehr, sehr lange aus. Eine Seife habe ich auch leer gemacht. Eine Flüssigseife. Dieses Gartenliebe. Ich kann nicht mehr reden. Gartenliebe heißt das. Habe ich leer gemacht. Fand ich aber nicht so berauschend, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, letzter bin ich von den Aveo-Seifen ein bisschen enttäuscht. Aber das habt ihr eh schon oft gehört von mir. Da habe ich dann noch eine Probe von Zadig und Voltaire leer gemacht. Den finde ich jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Die Verpackung schaut mega aus, auch die Flasche. Aber an mir gefällt der mir auch irgendwie nicht so gut. Ich glaube, ich habe den noch einmal, weil die von der STN so lieb war und den mir noch mal gegeben hat. So wie den da. Von Dolce Gabbana, der Lilly. Die werdet ihr sicher bald wiedersehen, die Proben. Der hat bei mir überhaupt nicht gehalten. Der hat bei mir leider gar nicht gehalten. Und ich glaube, das ist auch ein Eau de Toilette. Ja, also ich bin ja kein Eau de Toilette Fan, das wisst ihr mittlerweile schon. Die Flasche und so ist schön, aber ich würde mir nicht nachkaufen, weil ich bin nicht so der Eau de Toilette Fan, sage ich jetzt mal. Eine Maske habe ich noch leer gemacht, die Ruby Chocolate. Und ich wollte mir die eigentlich bunkern, aber ich finde sie in keinen DM mehr. Ich schaue in jeden DM und ich finde sie einfach nicht mehr. Was ich mega schade finde, weil die würde ich mir schon noch gern bunkern. Weil die mag ich ein bisschen lieber als die Peach. Ich glaube, die habe ich da auch irgendwo dazwischen. Vielleicht habe ich noch Glück und ich erwische sie in irgendeinem DM. Aber die mag ich wirklich, wirklich sehr gerne. Die riecht mega gut. Ich finde, die pflegt doch sehr gut. Wenn ich die abwasche, dann habe ich ein richtig weiches Gefühl auf der Haut danach. Und ich mag die. Ich mag die einfach. Also ich wäre traurig, wenn ich die nicht noch ein paar Mal bekomme. Ich darf nicht dauernd so rumwackeln. Was ist mit mir los? Ich wäre echt traurig, wenn ich die nicht noch ein paar Mal als Backup mir sichern könnte. Weil ich glaube, dass bald die Sommervarianten kommen. Glaube ich wirklich. Ich kann heute wirklich nicht reden. Ich habe wieder eine Lippenhydrogelmaske aufgebraucht, weil ich immer noch hoffe, dass das gegen Mundecken hilft. Ich hoffe es noch immer. Aber ich mag die von Action. Ich finde die gut. Da gibt es auch eine goldene Variante, glaube ich. Also eine goldene Lippe, glaube ich. Die habe ich auch noch irgendwo zu Hause rumfliegen. Aber ich mag die. Auch wenn die vielleicht viele unnötig finden. Aber ich finde die gar nicht so schlecht. Ein Badezusatz habe ich auch wieder leer gemacht von Balea. Das Badepuder. Den mag ich auch. Den mag ich auch sehr, sehr gern. Ich habe halt nur schon lange nicht mehr von Balea Badezusätze, glaube ich, geguckt, welche es aktuell gibt. Da habe ich mal einen Schub gekauft, wenn ich erinnern könnt. Und dann war wieder lange Ruhe. Aber das Badepuder mag ich sehr gern, wenn es das überhaupt noch gibt. Von Kneipp habe ich das Frostbeulenbad leer gemacht. Das habe ich mir auch noch reduziert gekauft. War auch sehr gut. Obwohl das Badekristalle waren, fand ich das gar nicht so schlecht. Die Minimaus-Tuchmaske habe ich auch leer gemacht. Die war von Duft ein bisschen, glaube ich, schlimmer als die davor, was ich euch gezeigt habe. Aber die fand ich auch süß. Mein Freund hatte dann ein Trauma. Zuerst bin ich mit der im Bad gegangen und dann mit der anderen, der hatte ein Trauma. Weil das hat so gruselig ausgeschaut, hat er gesagt. Aber ich fand die Verpackung auch so süß. Seht ihr das, wie das schimmert? Also die Verpackung war mega süß. Ja, dann habe ich noch eine Tuchmaske leer. Die Granatapfeltuchmaske, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie die war. Aber ich glaube, die waren nicht schlecht. Nur habe ich das Gefühl gehabt, die war, glaube ich, beim Gesicht ein bisschen falsch geschnitten. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern, sowas Dämliches aber auch. Aber ich glaube, ich fand die nicht so schlecht. Feuchtigkeitsspendend war sie, aber ich glaube, das beim Mund und bei der Nase war das so komisch ausgeschnitten, glaube ich. Aber sonst war die vollkommen okay. Dann habe ich hier Augenbets und die fand ich mega. Die fand ich wirklich mega. Die habe ich mal irgendwann von... Ich glaube, ich werde das mal mitnehmen. Ich glaube, ich werde mal das aufheben und beim DM nachfragen, ob die das noch haben. Das waren so geniale Augenbets. Die sind nicht grutscht. Die Augenpartie war urweich und hat so richtig... Gestrahlt klingt jetzt vielleicht dämlich, aber die Augenpartie war wunderbar danach und das hatte ich bis jetzt kaum bei Augenpads. Und ich muss schauen, ob die noch irgendwo haben. Ich will die unbedingt wieder haben. Die habe ich mir mal so aus Jux mitgenommen und man sieht, was man davon hat. He? Urviele Ampullen habe ich leer gemacht. Ich habe zweimal, glaube ich. Okay, fangen wir mit den Einzelnen an, wenn du das willst.
ich habe wirklich viele leer gemacht. Ich habe einmal so ein Set leer gemacht mit 3 Ampullen drinnen. Ich fand's okay. Die waren ein bisschen schwieriger zum Aufbrechen, weil das waren so dunkellilene Flascherln. Waren ein bisschen schwer zum Aufbrauchen, fand ich aber nicht schlecht. Das, ich sehe jetzt erst, dass das ein Geschenk sein soll. Seht ihr das? Das sehe ich erst jetzt. Die waren aber gar nicht so schlecht. Aber ich habe jetzt noch ein Set. Muss ich jetzt noch aufbrauchen, aber ich glaube, ich werde mir das erst kaufen, wenn's oder bunkern, wenn es reduziert ist, weil das eh Limited Edition ist. So, ich habe 2-mal die Glow-Ampulle leer gemacht, weil von denen habe ich noch so viele Backups, deswegen habe ich die jetzt 2-mal leer gemacht. Und die Koffein habe ich auch 2-mal aufgebraucht, weil, wie gesagt, ich habe so viele Backups von der, auch von der Glow und von der Koffein. Dann habe ich die neue mit den Sternchen benutzt, die Nachtampulle, und die Ingwer-Shot habe ich auch wieder aufgebraucht. Ich brauche das, glaube ich, euch gar nicht mehr erzählen. Ich liebe diese Ampullen, werde sie mir immer wieder nachkaufen. Leider ist das Problem halt, dass viele immer limitiert sind und dass sie nur eine geringe Zeit zum Kaufen gibt. Die Hanf zum Beispiel ist urschnell aus dem Sortiment gegangen. Da habe ich auch nicht so viele Backups gekauft. Aber ja, egal welche Limited Edition, ich würde mir alle kaufen. Ich muss mir mal die wieder aus dem Standardsortiment kaufen. Habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht. So, dann habe ich hier was leer gemacht. Und da muss ich überlegen, wie das nochmal war. Weil ich habe vorher gerade überlegt und ich komme irgendwie nicht mehr drauf. Ich glaube, beim ersten Schritt war da so eine Tuchmaske drinnen, was du 2 Minuten oder 5 Minuten drauf lassen musstest. Dann war eine Tuchmaske drinnen für die Nase nur, wo du 10 Minuten drauf lassen musstest, und dann mal wieder was drinnen, wo du es 5 Minuten drauf lassen musstest. Ich fand das interessant. Ich habe das mal von der Vivi geschenkt bekommen. Ich habe noch so eins mit einer Schweinchennase drauf. Das werde ich heute vielleicht verwenden. Ich fand es interessant, aber ich glaube nicht, dass man das unbedingt braucht. Ich fand das halt witzig, weil zuerst muss man da die eine Seite aufmachen, dann habe ich das da irgendwie rausfriemeln müssen und dann hat man die Seite aufmachen müssen. Ich kann euch nicht mal erklären, was es ist, weil es steht nur auf Koreanisch drauf. Aber das ist, glaube ich, um die Poren bei der Nase ein bisschen zu verfeinern, nehme ich an. Ich kann es leider nicht rauslesen. Aber es war nicht schlecht. Es war mal nett als Erfahrung, sage ich jetzt mal. Und ich habe, wie gesagt, noch so ein ähnliches. Mal schauen, wie das dann ist. Es war halt witzig, wenn man nur so eine Tuchmaske auf der Nase hatte. Es hat eigentlich eher auch rausgeschaut wie so ein weißer Nose-Strap, aber ja, war mal witzig zum Probieren, aber nachkaufen würde ich es mir jetzt nicht. Nachkaufen würde ich es mir wirklich nicht. So, ein paar Sachen haben wir noch. Ich habe ein Erkältungsbad leer gemacht. Das habe ich mir auch wieder nachgekauft, weil Ende Jänner, Anfang Februar war ich ein bisschen verkühlt und da habe ich das Ende Jänner dann aufgebraucht und habe jetzt noch eins nachgekauft. Ich habe immer lieber die Erkältungsbad in der flüssigen Form, weil ich mag diese Kristalle ja nicht. Das wisst ihr ja schon. Ein Fuß- und Schuhdeo habe ich leer gemacht. Ich habe vor ein paar Jahren, glaube ich 1-2 Jahre ist her, habe ich so gejammert, dass ich so viele Schuh- und Fußdeos habe und jetzt habe ich kein einziges mehr. Ich habe alle aufgebraucht. Da bin ich echt stolz auf mich. Ich habe nämlich gestern meinen Schrank rausgeräumt, um zu gucken, ob ich irgendwo noch ein Deo habe. Ich habe keins mehr für die Schuhe. Ich habe halt das gerne in der Arbeit, weil das sprühe ich dann in die Arbeitsschuhe und die stelle ich dann oben auf den Spind drauf und dann könnte es so ein bisschen ausdunsten, sage ich jetzt einmal, aber das finde ich schade, dass das nicht mehr gibt, weil das fand ich gut. Ich habe nämlich schon 2-mal in einem DM nachgeguckt wegen dem und das gibt es nicht mehr. Vielleicht kommt das im Sommer wieder raus. Weil das war echt gut. Also ich finde es wirklich schade, dass das nicht mehr gibt. Ich fand das wirklich gut. Aber vielleicht kommt es, wie gesagt, im Sommer nochmal raus. Dann bunkere ich mir das, wie immer. Wortfindungsschwierigkeiten. Wenn ich meine Haut gereinigt habe, und auch im Badezimmer habe ich noch so 2-3 Sachen, was ich mich abschminken kann. Wenn ich aber gemerkt habe, ich habe da noch so Make-up-Reste drauf, habe ich den Augen-Make-up-Entferner von Terra Naturi benutzt. Ich habe den mir mal gekauft, weil eine Kundin so von dem geschwärmt hat und deswegen war ich neugierig, wie der ist. Aber ich fand den nicht gut. Aber ich mag diese milchigen Konsistenzen nicht. Mit dem kann ich nicht wirklich viel anfangen. Leider. Er war okay, aber ich würde ihn mir jetzt nicht nachkaufen. Was ich auch okay finde und was schon wieder leer ist, war das Gesichtswasser von Oliveda. Das ging wirklich sehr schnell leer. Ich habe jetzt noch eines aktuell in Benutzung, würde es mir dann aber, glaube ich, nicht mehr nachkaufen. Weil ich glaube immer, dass nach der Hälfte der Pumpspender einfach nachgibt. Weil da kam dann nur noch Schaum raus und ich muss das dann aufdrehen und muss es ausleeren und das ist mir zu mühsam. Also es macht doch irgendwie nicht so einen Mega-Effekt, nicht so wie das von Biotherm. Könnt ihr euch noch erinnern, wie ich das von Biotherm geliebt habe, von Oxygen, von der Serie? Das habe ich geliebt. Aber das macht irgendwie gar... Es riecht okay,
Es riecht okay, es riecht gut. Nicht nur okay. Es riecht sehr gut. Aber es macht jetzt nicht irgendwie so einen Effekt, wo ich mir jetzt denke, das brauche ich unbedingt. Meine Unreinheiten sind besser, seit ich das verwende. Das wäre vielleicht ein Punkt, wo ich es behalten müsste. Aber schauen wir mal. Ich habe jetzt noch eines, was ich auch gerade aktuell benutze. Dann wechsle ich auf das Clarins, was ihr mal in dem Haul-Video von mir gesehen habt. Und wenn es dann wieder schlechter wird, die Haut, dann wechsle ich wieder zu dem. Vielleicht merke ich nur nicht so einen dermaßen Unterschied. Aber ich weiß nicht. Irgendwie, ich weiß es nicht. Ich kann es euch echt nicht sagen. Ich meine, dass ich keine Unreinheiten mehr habe, nur so vereinzelt, so wie da unten, kommt sicher von dem. Und weil ich das Ahava nicht mehr benutze, weil das war ja furchtbar. Aber wenn ich dasselbe Ergebnis mit dem Clarins habe, dann werde ich mir auf jeden Fall das von Clarins nachkaufen, als das hier natürlich. Aber das werden wir dann noch sehen. Eine Intim-Waschlotion habe ich auch wieder leer gemacht. Das zeige ich euch aber nur kurz. Ich will jedes Mal beim DM, will ich mir die CD wieder kaufen. Und jedes Mal vergesse ich. Und jedes Mal gehe ich dann zu der zurück. Die ist so flüssig, dass die so schnell leer geht. Das ist das, was mich extrem nervt. Die ist wirklich, also sowas Flüssiges habe ich noch nie gesehen. Aber für das Geld und für den Effekt reicht es auch. Deswegen kaufe ich es mir immer bei Müller nach. So, ein Desinfektionsgel habe ich leer. Das war furchtbar, das hat mega geschmiert. Und ich habe gesehen, ich habe noch eins daheim in meinem Backup-Kasten. Ich bin nicht begeistert, aber ja. Es war okay, aber es hat halt sehr, es war sehr schmierig, sehr klebrig. Ich habe das in der Arbeit gehabt, das schaut auch demnach aus, es schaut furchtbar aus. Aber es war nicht gut. Und ich habe, wie gesagt, leider noch eins. Leider. Eine Zahncreme habe ich auch leer gemacht, beziehungsweise das war dieses Gum-Booster-Teil. Die Verpackung von denen sind so furchtbar und ich habe aber noch die schwarze, die weiße und ich glaube, ich habe die noch einmal. Ich meine, es ist noch ganz, ganz wenig drin und ich glaube, man kann das sehen, aber ich hatte keinen Bock mehr, mich dazu quälen, dass ich das Produkt noch rauskriege. Es hat einfach keinen Spaß gemacht, das rauszuquetschen wie eine Behinderte. Deswegen habe ich es jetzt als Aufgebrauch gezählt. Die drei habe ich jetzt noch. Ich bin gespannt, ob das nur bei dem pinken so ist oder ob es bei den anderen beiden auch so ist. Aber das werde ich euch dann im Aufgebraucht-Video sagen. Ja, ich habe wirklich noch viel Zahncreme. Sollte ich auch gucken, dass ich was verbrauche. Dann habe ich was Make-up-Technisches leer gemacht. Von Clinique das BB-Gel habe ich aufgebraucht. Das habe ich gern benutzt, wenn ich arbeiten gehen habe müssen. Ich habe es mit dem von NYX, genau, mit dem Born to Glow habe ich es immer gemischt. Und so hat das sehr gut funktioniert. Ich würde mir das aber ehrlich gesagt nicht nachkaufen, weil es gibt von Clarins so eine ähnliche. Die würde ich furchtbar gern probieren. Ich bilde mal, ich habe irgendwo eine Probe. Aber ich muss gucken, ob ich das mir wirklich einbildet habe oder ob ich sie nicht irgendwo hingeschmissen habe. Vielleicht finde ich sie noch. Oder ich habe sie gar nicht. Mal gucken. Mal gucken. Aber das finde ich, ich fand es gut. Mich stört es halt, dass es in der Tube ist. Es gäbe es auch im Bumspender. Aber ich weiß nicht, ich fand es nicht so gut, dass ich es mir nachkaufen würde. Es war okay, es hat mich aber nicht vom Hocker gehauen. Bevor ich mir das nachkaufe, würde ich mir lieber das von Clarins mal kaufen, um es zu testen. Ich bin mir ehrlich, ich bin viel zu schnell. Es kann ja nicht sein, dass ich so schnell war diesmal. Kann doch sein. Wow. Wir haben, ups, jetzt bin ich gerade mit dem Knie auf meinen Schreibtisch angekommen. Wir haben nur noch 4 Sachen, dann sind wir durch. Ich bin gerade echt verwundert, dass ich so schnell, ich meine, das Licht verschwindet eh schon, ich bin eh relativ düster schon unterwegs, aber egal, die 4 Sachen noch und dann bin ich glücklich, dass ich das Video dreht. Ich habe endlich den MAC Fix Plus leer gemacht mit dem Roseduft, den habe ich von der Tanja bekommen. Sie hat nämlich einmal Make-up-Produkte aussortiert und da war der dabei. Das heißt, ich kann ihn so Back to MAC schummeln und morgen bin ich eh mit der Lin unterwegs, weil morgen habe ich Geburtstag. Vielleicht schaffe ich das auch noch pünktlich heute hochzuladen, das Video mal gucken. Weil ich habe am 4.3. den Geburtstag. Und vielleicht kann ich das schon bei Back to MAC einlösen. Ho, ho, ho. Was schreien die da draußen so? Trotteln. Er war okay, aber mich hat der Duft gestört. Ich liebe ja den MAC Fix Plus. Wer mich länger schaut, der weiß das schon. Aber der Rose-Duft, der war nicht so meins. Und ich habe jedes Mal drauf vergessen, weil ich mir dachte, Rose-Duft bitte nicht. Aber er war gut. Trotzdem. Es hat mich nur der Duft gestört. Aber ich kaufe mir den jetzt nicht nach, weil ich habe noch sehr, sehr viele Fixing Sprays. Jetzt gerade aktuell habe ich auch eins von Too Faced. Also nachkaufen werde ich mir dabei gar nichts. Da muss ich mich echt dran halten. Da muss ich mich wirklich dran halten. Mal schauen, ob ich es schaffe.
Shampoo habe ich auch leer gemacht und dem traue ich echt hinterher. Das hat mein Freund auch gern benutzt, deswegen ist es so schnell leer geworden. Das war von Coris ein Shampoo. Das ist eigentlich für trockenes Haar, aber es war trotzdem für mein Haar ganz okay. Und ich vermisse es. Ich vermisse es extrem. Es hat so nach Marzipan gerochen und ich liebe das. Das war so geil. Ich will das nochmal haben. Das war so gut. Ich will es gar nicht wegwerfen. Dann würde ich es trinken. Das war so genial vom Dufte, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich muss ernsthaft mal mehr von Coris durchprobieren. Wirklich mehr von Coris durchprobieren. Ich habe ja auch die Bodylotion noch da stehen, die ich mal verwenden sollte weiter. Ich finde die Coris-Sachen wirklich nicht schlecht und ich verstehe nicht, warum ich früher mir die Coris-Sachen so schlecht gemacht habe. Oh, ich kann stundenlang dran riechen, ich lasse es jetzt. Das werde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, weil das war mega. Wer hätte jetzt das gedacht? War ja klar, dass wieder was fliegt. Ich hatte nur früher mal, ich glaube, ich habe das schon mal in einem Video gesagt. Ich hatte mal früher ein Duschgel, Brasil Lemon oder so hat das geheißen von Coris und das war auch geil. Das haben die aber dann auflassen und dann war ich natürlich Hass angefressen und habe mir dann gedacht, okay, ihr könnt es mich mal, dann kaufe ich nichts bei euch, weil genau das, was ich haben wollte, lasst ihr auf. Und das hat mich genervt. Ich weiß, ich bin böse. Aber die anderen Sachen sind auch nicht schlecht. Die Kokosreihe zum Beispiel da, ich meine, das ist jetzt voller Staub, weil das halt schon ewig da steht. Die Kokosreise und das da. Die Kokoslinie gefällt mir so, so gut. Ich habe von dem auch jetzt das kleine Duschgel. Ja, mal schauen. Vielleicht taste ich mich ein bisschen mehr an Coris ran. Ich meine, Gesichtspflege und so habe ich ja jetzt auch. Vielleicht versuche ich mich so ein bisschen mehr dran zu trauen an Coris. Weil ich finde die Marke echt nicht schlecht. Und ich bereue es, dass ich früher gesagt habe, ich mag die Marke nicht. Ich habe als letzter noch einen Duft leer gemacht. Und der tut mir echt weh, dass ich den leer gemacht habe. Ich liebe dieses Parfum. Aber der passt halt jetzt so in diese sommerliche ist eh übertrieben, in diese sonnige Zeit passt er jetzt irgendwie nicht mehr rein, weil er ja doch sehr für meine Verhältnisse orientalisch ist. Wenn ich dran denke, blende ich euch hier ein, was das für ein Duft ist. Ich habe ihn euch aber eh in dem Duftaufbrauch-Challenge gezeigt, vor kurzem. Wie lange ist denn das her? Ein Monat. Und ich sage vor kurzem. Ich habe den Duft so geliebt. Der ging relativ schnell leer. Ich habe ihn dann mit in der Arbeit gehabt im Spind und dann ging er so schnell leer. Weil ich ihn dort halt natürlich öfter benutze, als wenn ich ihn zu Hause stehen habe. Was eh dumm ist, wenn ich mehr in der Arbeit mitnehmen würde, dann würde ich die Sachen viel, viel schneller leer kriegen. Was ich mir jetzt auch zu Herzen nehme, glaubt mir das. Aber den Roberto Cavalli, ich glaube, ich habe gar nicht den Namen gesagt, den finde ich mega gut. Und werde ich mir sicher irgendwann nachkaufen. Ich weiß noch nicht wann, aber ich werde ihn mir nachkaufen. Passend dazu habe ich das Duschgel leer gemacht von Roberto Cavalli, was ich auch sehr geliebt habe. Ich habe noch ein anderes. Ich habe noch die Bodylotion von dem Blauen im Badezimmer stehen. Und das Duschgel habe ich auch vom Blauen stehen. Super gemacht. Ganz toll gemacht, Shay. Das Duschgel habe ich auch vom Blauen noch irgendwo im Backup-Schrank. Vielleicht benutze ich das mal als Kombi. Boah. Pfui, der Teufel. Weil ich glaube, dass ich von dem noch Duschgel und Bodylotion habe in Originalgröße. Das habe ich ja damals aufgekauft, wie es reduziert war, ich Spinner. Und vielleicht verwende ich bald die blaue Variante, damit sie leer wird. Weil das, die Bodylotion habe ich jetzt angefangen, die habe ich natürlich jetzt nicht leer gemacht. Aber vielleicht schaffe ich es, dass ich das noch aufbrauche. Ich hoffe es. Aber das war absolut mein Favorit. Ich liebe diesen Duft. Ich glaube, das habe ich euch eh in dem... Was ich Schluck auf habe in dem Video, das habe ich euch eh in dem Duftaufbruch-Challenge-Video gesagt. Man merkt, ich bin voll raus aus dem Video drehen oder ich rede lauter Schwachsinn, den keiner braucht. Ein Wahnsinn. Aber ich liebe den. Der ist so gut. Ich liebe diesen Duft. Ja, bin ich schon ein bisschen traurig, dass ich ihn leer gemacht habe, aber ich muss mich zusammenreißen und mal ein bisschen was aufbrauchen, weil ich kann nicht ewig immer alles aufheben. Und das ist ja schöner, wenn ich ihn benutze und lieber als er kippt mir oder so. Ja. Ja, deswegen geh da mit einem lachenden Auge und einem weinenden Auge auch das Duschgel, weil das fand ich auch geil. Das kann man so nämlich nicht mehr nachkaufen, leider. Das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, es ist jetzt nicht so dunkel. Hoffe ich beim Schneiden auch. Aber ich bin froh, dass ich das Video jetzt gedreht habe. Jetzt kann ich weiter sammeln. Und ich glaube, im März wird mehr leer werden. Ich meine, es ist im Februar eigentlich auch schon sehr viel leer geworden, muss ich sagen. Ich meine, durch die neue Tüte von Douglas merkt man das, glaube ich, gar nicht, dass das so viel ist. Weil bei der Lancôme hat man das schon gemerkt, weil das ja überfüllt immer war. Aber ja, ich
bin ganz, ganz stolz auf mich, dass ich wieder so viel leer gemacht habe. Es hätte Ende des Monats und Anfang des Monats ein bisschen mehr sein können. Ich muss sagen, Anfang des Monats Februar war ich ja krank. Ja. Jo. Februar war ich krank. Deswegen, warum habe ich vorher gesagt, dass ich den Badezusatz im Jänner leer gemacht habe? Das ist ja gar nicht wahr. Oder? Ich bin verwirrt, wie man merkt. Ich bin verwirrt, aber das ist nichts Neues. Aber oh ja, ich glaube, das war knapp, bevor ich das aufgebrauchte Video vom Jänner hochgeladen habe. Entschuldigt mein schwachsinniges Gerede. Ich hoffe, dass ich jetzt wieder öfter zum Video drehen komme, weil jetzt bleibt es ja Gott sei Dank länger hell. Gott sei Dank. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Schreibt mir mal in den Kommentaren, was ihr aufgebraucht habt, wo ihr traurig seid. Bei mir ist auf jeden Fall der Roberto Cavalli Duft und das Chorus Shampoo, weil das hatte ich nicht lange, durch das der Stefan das dauernd benutzt hat. Aber so geht wenigstens was leer. Das ist gut, wenn man einen Mann zu Hause hat. Da gehen Sachen leer, die man gar nicht mehr in Erinnerung hat, so wie das Balea Shampoo. Das ist ja auch... Der macht das leer. Ich denke mal, wo ist das bitte? Ich wollte das für meine Pinsel nehmen. Aber besser als gar nichts, oder? Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn ich ein bisschen verwirrt bin. In letzter Zeit ist das ein Drama, wie verwirrt ich bin. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!